Sie möchten, dass ich mich für ein lausiges Honorar strafbar mache? Also gut, ich verdopple das Honorar. Aber nur, wenn Sie sich auf dem Grundstück umsehen. Kann es sein, dass Sie eine der Personen persönlich kennen? Wie meinen Sie das? Frau Zemp zum Beispiel. Wieso sollte ich sie kennen? Weil sie unnötig Geld ausgeben, um herauszufinden, was auf ihrem Grundstück geschehen ist. Also gut. Sie ist mir nicht ganz unbekannt. Weshalb haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Ja, weil es nicht wichtig ist. Sie fuhren ganz bewusst in diesem Zug, weil Sie sehen wollten, wo und wie Frau Zemp lebt. Wir haben früher zusammengearbeitet. Frau Zemp ist Chemikerin und wir haben gemeinsam in einem Lebensmittellabor gearbeitet. Und Sie waren unsterblich in sie verliebt. Ach, das ist maßlos übertrieben. Aber es geht in diese Richtung. Also gut. Ja, ich war eine Zeit lang sehr von ihr angetan, aber dann war sie plötzlich weg. Es gab Gerüchte, dass man ihr fristlos gekündigt hat. Ich war damals eine Weile im Ausland. Therese Zemp hatte ihre Wohnung gekündigt und war nicht mehr auffindbar. Bis ich ganz zufällig auf ein Inserat gestoßen bin, in der eine Therese Zemp einen Kleinwagen zum Verkauf anbot. So fand ich heraus, wo sie jetzt wohnt. Haben Sie ihr nachgestellt? Das habe ich nicht. Ich habe im Internet gesehen, dass der Zug oberhalb ihres Grundstücks vorbeifährt. Also fuhr ich eine Weile an ihrem Grundstück vorbei. Aber ich habe sie nie gesehen. Aber die Szene mit der Leiche haben Sie gesehen? Natürlich. Das war ein Schock. Ich möchte einfach wissen, was da los war. Und was mit Therese ist. Liefern Sie mir Antworten, Maloney. Ich werde nicht gerne angelogen und schon gar nicht von meinem Klienten. Herr Gautschi schien das zu bemerken und erreichte mir einen Umschlag, der großzügig mit Banknoten gefüllt war. Derart bereichert machte ich mich auf den Weg ins Polizeipräsidium, wo mich wie immer eine Überraschung erwartete. Möchten Sie eine Aussage machen? Nein, nein, ich möchte mit Ihnen über eine Leiche sprechen. Ich spreche nicht über laufende Verfahren. Seit wann sind hier Verfahren am Laufen? Normalerweise liegen sie gemütlich in der Ablage. Da drüben hat es einen Spezialschalter für Querulanten. Was ist denn los? Sie kennen mich nicht, hä? Ich bin Philip Maloney, der beste Privatdetektiv der Stadt. Moment. Was machen Sie da? Ja, ich google. Und was steht da über mich? Geht der lokalen Polizei seit beinahe 30 Jahren auf die Nerven. Das kann nicht sein. Das ist ein interner Vermerk. Sie googeln intern? Wir können intern und auch extern googeln, ja, Maloney. Dann suchen Sie nach der Leiche, die gestern gefunden wurde. Davon weiß ich nichts. Fragen Sie Herrn Google, der ist gescheiter als Sie. Sie sollten sich um wirklich wichtige Dinge im Leben kümmern, Maloney. Gehen Sie nach draußen und genießen Sie die Natur. Danke, danke, aber ich war schon draußen und habe gesehen, wie eine Leiche gefunden wurde. Moment. Ich habe gerade ein Update empfangen. Über Leichen? Männlich, 20 bis 30 Jahre alt, groß, kräftig, Todesursache unbekannt. Ja, das ist der Mann. Hat er einen Namen? Aber sicher hat er einen Namen.